Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Splinter Cell Blacklist Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut ReBlackGames4U. Und wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Das Problem ist, dass unsere Maske bzw. unsere Brille gestört ist, was ich ja immer ganz gut leiden kann. Und ansonsten, was gibt's noch ein Problem? Und zwar... Nee, eigentlich gibt's sonst keine Probleme. Weil, wenn wir langsam und ruhig vorgehen und ein bisschen aufpassen, dann sollten die Gegner eigentlich nicht so das Problem darstellen eigentlich. Und ich denke, das ist halt das, was wir jetzt in der Folge machen sollten, logischerweise. Sind jetzt schon so gut wie drinne, würde ich behaupten wollen, in dem Bunker. Auch interessant, dass die auch ja nur reingekommen sind, die Engineers, weil sie da einen Doppelagenten drinne hatten, quasi. Oder einen eigenen Mann. Und dann siehst du mal, diese ganze Sicherheitstechnik ist überhaupt nichts wert, solange Menschen drin arbeiten. Na komm. Was soll denn das hier? Sehr gut. Gucken, dass wir hier gleich links rumkommen, beziehungsweise rechts meine ich. Das war nicht, was ich wollte, sondern hier ist doch das Ding, genau. Schlafgas hilft halt nicht, anscheinend gegen Dingens. Ist da drüben wieder ein Gitter? Ich sehe so schlecht von mir. Wir probieren es mal. Ich glaube ja, Tatsache. Immerhin haben wir die Drohne schon mal ausgeschaltet. Es dürfte eigentlich keine nachkommen. Nee, ist gestört. Oder ist er, ne? Den haben wir. Sehr gut. Okay, sabotiert. Noch zwei Terminals. Ah, hier können wir rum. Sehr gut. Lüftungsgitter. Ebenfalls ein Sicherheitsproblem. Wird sich wohl auch nie ändern. Gucken wir mal. Scheiß Wasser, ey. Das ist denn für ein Blinder? Komm, ausschalten. Ausschalten. Haben wir. Perfekt. Boah. Okay, gut. Sehen wir hier? Ah, hier kommen wir rum, ne? Sau geil. Was öffnen? Oben über uns, okay. Ich seh's nicht richtig, ey. Doch, Moment. Können wir nicht hier auch hocken und das dann aufmachen? Da sind ein Haufen Leute. Ausschalten. Fixieren und markieren.
Belüftung unterbrechen. Hier, ne? Perfekt. Wieder einen Punkt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das nächste Terminal erwischen. Eine scheiß Kamera, ey. Rufen wir den mal her. Ausschalten. Haben wir. Jetzt müssen wir die Kamera ausschalten. Passt. Oh, ich habe mit der egal. Okay. Hier sind noch ein Haufen Leute. Von hier drüben kommt noch einer. Wir sind ja hier im Dunkeln. Was haben wir denn? Haben wir Schlafgas oder so? Ich hätte doch lieber Schlafgas gerade. Tränengas bringt mir nicht so viel. Haftkamera. Was ist das? Haftgeräusche mit. Geräusche mit der. Geräusch. Bin auch ein Depp. Once the door shut, the bunker's airtight. Son of a bitch! Die haben wir ausgeschaltet. Und auch hier noch ein Stick rein. Und wir haben die Sache. So, und wie aktivieren wir den Spaß? Da hinten irgendwo, okay. Wie sollen wir jetzt hier reinkommen? Hier durch die Tür, oder was? Nee. Schön aufpassen jetzt. Kommen wir hier rein? Nee. Scheiße. Hier öffnen. Sieht doch gut aus. Sieht sehr gut aus. Jawohl. Versuch's ja. Kümmer mich. Keine Bewegung! Stehen bleiben! Hä? Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Wie geil. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten, einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. Heftig, ey. Nein! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Heftig, ey. Leck mich. Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Okay, sein Finger ist gerettet, oder? Zuerst den Ringfinger. Doch nicht. Nein, 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 nein! Oh Gott. Und, wer ist das? Wird wohl kaum Sam sein. Du bist wirklich hartnäckig. Briggs. Wo ist Fischer? Genau hinter dir.
Und jetzt werde ich Geisel im War Room? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Hä? Festhalten. Hä? Ich war nie ein Freund subdermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden und ich lass ihn am Leben. Mitnehmen. Ist doch unser Plan gewesen, er hat sich doch gestellt. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geißeln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geißeln zum Tunnel. Oh Gott, bitte, helft mir! Was ist nur in dich gefahren? Der verblutet uns und stirbt? Gib mir die Aderpresse. Nimm lieber die andere Hand. Alter, wollt ihr mich verarschen? Nein, nein! Bitte, hört auf! Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Ich gebe euch, was ihr wollt. Was ein Depp. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Datei. Was ein Arsch, ey. Nein, tun Sie es nicht. Es tut mir so leid. Ja, Politiker. Wir greifen den. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Warum? Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Fifth Freedom ausführen. Tut mir leid. Nein. Jawohl, wir haben es geschafft. Er hat keine Option mehr. Briggs ist eine echt coole Sau. Hoffentlich wird er nicht umgebracht jetzt. Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Mann, wie heftig, ey. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Wie er aussieht, er heftig. Gib ihn mir. Was heißt das jetzt für uns? Das Ende der Mission, oder was? Vorsicht. Da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Jeder bekommt seine eigene Geisel. Wie krass ist das denn? Und Sam ist eine davon. Passt bloß auf, ey. Tatsache, ich wusste es. Laber. Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Wie sollen wir das du machen? Das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Er schießt jeden, den er findet. Da ist er. Oh Gott. Nein! Du Drecksau. Sam, Briggs hat's erwähnt. Hol dir Sadiq. Okay. Du verblutest hier. Scheiß drauf, Mann. Bring es zu Ende, Sam. Oh Gott.
Wie geil. Total stimmig inszeniert, finde ich. Scheiße. Super cool. Grim, Briggs braucht einen Sanitäter. Es ist aus! Nein, das ist gerade erst der Anfang. Das sehe ich anders. Oh! Scheiße. Du hast keine Munition mehr, du Idiot. Komm schon. Scheiß Schatten, ey. Scheiße, ey, du musst echt aufpassen. Oh, lebt noch. Wo steckst du? Hat er uns jetzt gesehen oder nicht? Versuchen mal von Deckung zu huschen. Wo ist er? Nächste Deckung. Gerne in die nächste Deckung eigentlich wechseln. Können wir da rüber? Nee, ne? Können wir da hin? Shit. Hättest weglaufen sollen. Fisch. Hat er uns gesehen? Jetzt weiß er wieder, wo wir sind. Haben wir irgendwie Waffen oder sowas? Nee, natürlich nicht. Komm schon. Gucken, dass wir hier wäre eigentlich eine super Position. Um jetzt von hinten anzuschleichen. Und rüber hier. Wieder nicht richtig gesehen, sehr gut. Dieser Drecksack! Komm schon. Warten. Und rüber. Er weiß nicht, wo wir sind, das ist schon mal gut. Zum Teil. Und wir haben ihn. Jawohl. Aufpassen. Mit wie zielen? Mit R. Haben wir's? Wir haben ihn auf jeden Fall getroffen, aber er kämpft immer noch weiter, obwohl er nur eine Hand zur Verfügung hat. Alter. Nimm die Pistole. Wo ist er hin? Oh, Sam, mach's doch nicht so spannend. Wo ist er? Da hinten nur was. Lauf, Sam, lauf! Scheiß, Mann! Okay, das schaffen wir. Wir sind stärker als der. Drücken doch hinten die Wunde. Jawohl! Der rennt nicht mehr weg. Sehr gut. Es ist vorbei. Denkst du, das endet mit mir? Ja, na klar, mit wem sonst? 12 Nationen stehen hinter den Engineers.
Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben. Stell mich vor ein Gericht. Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Ich habe längst gewonnen. Es gibt immer eine andere Option. Ja, aber ich will Freedom ausführen, das machen wir. Was bedeutet das jetzt? Muss ich nicht verstehen. Was hat jetzt für Frieden ausgeführt? Das Geld ist angekommen. Meine Fresse, was ein Kampf, ey. Am Ende noch. Und total viele Fragen noch offen irgendwie. Gucken, ob es jetzt irgendwie noch eine Abschlussbesprechung gibt oder sowas, weil so allein gelassen werden wäre ein bisschen kacke. Ehrlich gesagt. Na komm mal hin. Gibt's doch gar nicht. Ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Das ist ja mal übelste Cliffhanger-Kacke hier. Mit dem Ladescreen. Na, dafür gibt es aber heute eine längere Folge. Logischerweise. Okay, fortsetzen. Sehr gut. Das hört schon mal gut an. Jetzt wird es nochmal kurz gespeichert und geladen. Und dann müsste aber auch schon weitergehen. Der zweite dauert ja nicht so lange. Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Er lebt noch, wie gut. Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team. Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Was? Dass die Vereinigten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Du bist der erste Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal vom an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Nicht schlecht. Wir haben es tatsächlich geschafft, ey. Ja, dann kommen wir zu meinem Fazit. Ja, was soll ich sagen? Also bezieht sich hauptsächlich auf die Wii U-Version. Erstmal Kritikpunkte. Ladezeiten abnormal. Multiplayer spielt kein Schwein. Ist aber sau gut, muss ich sagen. Multiplayer hat mir fantastisch gefallen. Wenn ich spielen konnte, Daumen hoch. Nochmal, Ladezeiten. Hallo, dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Fischer. Hinterlass eine Nachricht nach dem Ton und ich rufe zurück. Danke. Heb ab, Sarah. Ich bin's. Dad, tut mir leid. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und Anna und... Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön das zu hören. Ich hatte solche Angst, Dad. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst.
aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Ed? Es ist vorbei? Kein Amerika-Staub? Diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht, dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Ja. Das weiß ich, Dad. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns, wenn du nach Hause kommst. Ja. Ladezeiten. Heftig. Hatte ein paar Freezes, aber hauptsächlich im Multiplayer. Story, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen. Levels arg schlauchig. Ein krasser Unterschied zwischen realistisch und Anfänger habe ich jetzt nicht ausmachen können. Weil ich habe am Anfang ja realistisch gespielt und jetzt am Ende eher Anfänger, um es dann einfach die Story abzuschließen. Die Gadgets waren ganz gut, fand die Dynamik zwischen den Leuten ganz gut. Dadurch, dass ich es aber auf der Wii U gespielt habe, ist dieser ganze Koop-Online-Komponentenkram einfach weggefallen, weil ich keinen Bock hatte, Viertelstunde mal zu warten, bis ich eine Lobby voll hatte. Es war nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Würde sagen, das ist auf jeden Fall in der unteren Hälfte der Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Wobei ich das nicht sagen kann, ich sage mal Mittelfeld. Mittelfeld ist in Ordnung, untere Hälfte ist ein bisschen zu krass gesagt, Mittelfeld ist in Ordnung. Es ist wahrlich kein so schlechtes Spiel. Würde es aber empfehlen grundsätzlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft es euch nicht für die Wii U, sondern kauft es euch für eine andere Konsole, damit ihr eben auch das Online-Play erleben könnt und genießen könnt. Ja, und ansonsten von meiner Seite aus, wir lassen jetzt noch die Credits durchlaufen. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du auf den Beinen bist, Vic. Schön, auf den Beinen zu sein. Noch eine Woche im Krankenhaus und der Fraß hätte mich umgebracht. Waren sie da nett zu dir? Die Ärzte waren klasse, aber die Schwestern. Erinnerst du dich noch an den Elefanten, den du fast mal gekauft hättest? Natürlich, du redest ja dauernd davon. Sekunde mal, du hast einen Elefanten gekauft? Es ist sehr lange her. Ja, aber weißt du, was ich glaube? Dieser Elefant hat sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ich schwöre euch, dass der mir dort dreimal am Tag eine Spritze in den Arsch gejagt hat. Der Elefant hatte die Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen. Okay, das ist ein Argument. Leute, es tut gut, draußen zu sein. Bist du okay, Vic? Das letzte Mal ging es mir nach meiner zweiten Scheidung so gut. Nach 2 Monaten im Bett will ich endlich wieder arbeiten. Hast du ein Projekt im Auge? Oh ja, ein sehr wichtiges. Ich denke ständig an Sam und Elefanten. Du denkst generell zu viel, Charlie. Darauf trinke ich.